Sitzen. Das ist nicht der Einsatzplatz, glaube ich. Ja. Können wir gleich einsteigen? Nee, nach da drüben. Nur wir dürfen. Deswegen, ja. Ja, war es ja noch Betriebsratgestell, also außen. Innen hast du noch Hauptbahnhof Zopp. Ich hätte euch auch Verkehrsbetriebe im Bahnhof reinstellen lassen, aber dann kann der Apfel mehr Laufdecks bewegen. Ah. Pause, wie ich sie gehört habe. Der Rekord hat Wunder, das können wir alle wissen. Ah, da steht der Stadtteilbus. Jetzt müsstest du gleich schildern, ne? Ich hab erst schon geschildert, weil ich die Busfahrt. Okay. B fährt auch noch. Der wird zu N2, definitiv. Jetzt wird N4 jetzt wird N4 eine Runde und dann hat er Feierabend. N1, Mittelgleis hier. Erste. Ist nach gelb. Wilhelmsdorf, dann fährt über BT zurück zum Hauptbahnhof. Ja. Das N2 und N1 fährt auch los. Und die VBB hat jetzt nur knapp 15 MAN-Busse, mehr als T2. Und Mercedes. Okay. Ja. Stimmt. Willst du wieder einen Rückfahrt filmen? Ich hab hier endlich schon durchgefilmt. Achso, stimmt. Hab ich auch gesagt. Da. Ich hab die N4 auch so schön gebraucht bei der See. Hat er nur 5,47. Ah. N3 gibt es nicht. Ja. Wo fällt N3? N3 gab es mal, aber nicht mehr. Ach so. Ja, ist gut. Ah. Okay. Ich fände eigentlich auch Linie G als Nachtbus. Nee. Ah. 20:05 für letztes Jahr. Abschmeißen können und N3 rausmachen können. Ja. Wenn ich sie am Bahnhof an,
fährt erst nach Kleinkreuz, fährt von Kleinkreuz nach Eulwitz und dann wieder hierher. Ja, das wäre gut. Aber der E fährt noch, ne? 22 Uhr der letzte. Oh. Also. Und los geht's. Ja. Er muss schon lachen. Wann kommt denn eigentlich 105 aus der HU? Das kann lange dauern. Ja, die wollen jetzt 104 eigentlich. Die Kleine, die beim 115 aus 104 nehmen. Oha, die wollen jetzt, ja klar, wollen ihr die Teile entnehmen, ne? Die wollen aus 104 bauen sie raus und bauen zum 105 wieder ein. Das ist ja komplett doof, dann kann ja gar nicht immer 104 fahren. Ja doch, die Teile für 105 sind ja bestellt. Ach. Die kommen dann einfach in 104. Das ist ja richtig komisch. Ohne Klima, ja. Die haben noch Siemens gebaut in Düwax. Ja. Ja. Deutsch-Städtischer Markt. Da bin ich aber den Türknopf drücken. Ich bin jetzt mit dem Türknopf drücken. Schade. Das ist irgendwie so schade. Wie bitte? Ich darf den roten Knopf drücken. Ich darf den roten Knopf drücken. Oh. Das ist schlecht. Mitten auf einer Fahrscheinkontrolle. Oh nein. Tür 2 nicht mehr aufgekriegt. Scheiße. Warten, soll ich das falsch? Nein, Türkontrolle. Türkontrolle. Ist doch Tee. Thank you.
Lizzie drückt den Knopf. Lizzie, ich hatte bei mir in Berlin gehabt, da hat ein Facelift-Fahrer die Tür aufgemacht, hat die Tür zugemacht, ist losgefahren und die ging dann nochmal kurz halb auf. Das ist ja krass. So wie jetzt, warte mal. Ja, das ist schon mal.
Signal überfahren.
gut, wenn ich weiterfilme? Warum? Jetzt fährt er wieder zum Hauptmann über Göttin. Ah, das heißt über Göttin. Du filmst jetzt die Hälfte D. Ja, Samstag Mittag oder so, dann würdest du die Hälfte B müssen. Ah, okay. Kommt wahrscheinlich erst abends. Das andere war ja auf der Seite.
Alter. Du Scheiße. Kriegen wir hin, ne? Alles ist unmöglich, das schafft alles nur Lisi. Ja. Ja. Ja, noch enger, genau. Wenn der Stein wegguckt. Ja. Wir wissen ganz genau, dass die Hand fällt. Aber begrenzt er ja nicht. Umleitung, ne? Ja, ich soll aber nur gucken, wie jetzt die Tage aussehen. Ah, okay. Was wird denn der eigentlich auch gemacht? Die Wasserleitung. Bahnübergang. Der ist aber nicht mehr in Betrieb, der Bahn. Ach so. Da ging es mal nach Bad Belzig. Nach Bad Belzig? Ja. Ist da früher eine Diesellok lang gefahren? Ja. Welche denn? Da ist nie eine Diesellok lang gefahren. Wie? Da sind noch Dampfloks lang gefahren. Oh, geil. Die sind noch geiler, Dampfloks. Ohne für das zwei Schulden liegt, ne? Vielleicht geht es auch da dran.
richtig alles erfüllt. Ja. Ist das Spiel ja ab. Ja, mit Haus ist weit aus. Ja, kriegst du einfach sanft und drüber. Aber immer ändert schon wieder anders aus. Ich glaube ja. Aber Geld schadet. Alice und Jimmy wollten noch eigentlich auf den Betriebshof gehen, aber ich glaube, das schaffen wir diese Ferien nicht mehr. Wir dürfen noch zwei Tage. Ja. Und anmelden ist ganz wichtig. Ja. Ja. Wir haben ja schon die Nummer bekommen wahrscheinlich, oder? Sollten wir von Fahrgastzentrum bekommen haben. Also die Nummer von den Meistern brauchen wir, oder wie? Ja, aber die Sekretärin vom Geschäftsführer kann mich verbinden, aber ich kann mir jetzt schon sagen, die ist aktuell sehr schlecht per Telefon zu erreichen. Oh. Weil sie meistens selber abfahren will. Also, ja. Probieren wir es mal die Herbstferien, oder? Ja, probieren wir es mal, ne? Aua. Ja, okay. Nach 15 Uhr erreicht er aber keinen mehr. Ah, okay. Das kann ich verstehen. Direkt um 5 Uhr anrufen. Ja, und direkt um 5 Uhr anrufen, Lisi. Hallo? Ja, da reicht auch noch. Um 6? Nein. Um 10? Ja, da reicht er noch nicht. Ah, okay. Ja. Aber ich glaube ja nicht, dass es funktionieren wird, weil es muss ja dann jemand begleiten. Ja. Du begleitest uns. Nee, ich muss fahren. Wenn du frei hast. Wenn du, ja. Ja, klar. Meinst du, dass morgen die Kathi für die fährt? Was? Er meinte aber morgen die Kathi für die ist fahren. Ich weiß nicht, ob es in der Werkstatt steht oder was. Ja. Ich hoffe, dass ich morgen hinfahren kann, aber ich kriege morgen die letzte 6 Tage und definitiv kein Kathi für die aufbauen. Also 20.43. Oder? Also das lernt morgen 20.43. Ich komme wieder vorbei, wenn ja morgen um 20 Uhr ankommt wieder. Wir fahren morgen nach Eschen. Zum ICE-Unfall. Eschen.
Ja, Eschede. Ja. Achte los, 11 sind voll da. Na, wir wollen ja Züge spotten, Güterzüge. Wirklich schon das hier nicht aussieht. Ja. Nein. Und dann rein die Gedenkstätte, wenn man da auch mal nicht rein, oder? Hier ist eine Gedenkstätte, ja. Jakobstraße, Steintor. Mit 101 Kirschblüten. Nee, Räucher. Ja, ja. Ich weiß auch, wie der Unfall passiert ist. Einfach Radbruchfahrt. Ich weiß auch, was da passiert. Der Radreifen hat sich durch den Fahrgastboden durchgebohrt. Ja, hat, weißt du auch wieso? Weil die sich abgenutzt haben, die Reifen, weil die nicht reingeschickt wurden. Weil er nicht rechtzeitig gewartet wurde. Genau, er wurde nicht gewartet. Obwohl er es eigentlich müsste. Und da hat man. Bei der letzten Durchsicht gesagt, Bruder, mit den Reifen kann er noch ein bisschen fahren. Ja, ein bisschen, aber das kann man nicht sagen. Wie lang ein bisschen? Die C-Züge werden täglich doppelt. Ja. Aber hat einfach die Hilfsschiene mitgenommen und dann hat das den Wagen entgleist. An der Weiche. An der Weiche, genau. Die Wagen sind abgekuppelt, er ist einfach weitergefahren. Aber er muss gemerkt haben, wie er es gegleist ist. Nee, ist weitergefahren. Das ist einfach weitergefahren, du hast. Ach du Scheiße. Der kam nur eine Ortschaft später erst zu stellen. Ach. Wenn du anfängst zu bremsen, merkst du, dann wird es gleich sofort richtig gut. Dann merkst du, weil du dir nicht mal Schienen wechselst. Ist ja richtig kacke. Wie weit ist denn der bis zum Bahnhof gefahren? Die Teilstation fahren wir. Dann nee, ich meine beim ICE. Achso, müssen wir 10 Minuten laufen. Nee, weil der Lokführer, der ist einfach dreist weitergefahren. Ach so. Ja, ich sitze wahrscheinlich nicht. Da wurde ich vergessen, dass so ein ICE gewissen Netzweg hat. So. Wir haben auf jeden Fall weit hinter der Unfallstelle erst zu stehen. Oh, ey. Deutsch, Städtischer Macht. Auf die Landstraße. Ja. Der zweite hat noch überlebt, der dritte ist aber gegen geprallt. Nee, der dritte war auch, hat auch noch überlebt. Nee, der dritte, ja, die Hälfte, aber die dritte hat den Pfeil abgerissen. Ja. Der vierte war im Busch und der fünfte war komplett am Arsch. Und dann war mit dem Wechsel an der Weg. Ich sag, der erste war doch steht sogar. Ich glaube, auf Boden. Müsste, glaube ich, auf irgendeinem Werksgelände müsste der stehen. Der ist doch? Jimmy. Ich glaube, das auch, oder, Lizzie? Du fahren wir nicht an. Ich weiß nur, dass das Ding noch existiert. Okay. Das wäre ja wissen, wo das steht. Jetzt so irgendwo in der Schweiz. Ist jemand drin im Bus? Bitte? Ist jetzt auch irgendjemand? Nee, wir sind alleine. Ja. Und Licht aus. Dunkelparty. So, jetzt sage ich schon mal zu Neustadt-Schmarrn. Weil sie hier aufsteigen können, das wäre ja. Ihr müsstet jetzt sogar aufsteigen, weil die Nachtbusse fahren jetzt los. Aber. Ja, wollen wir aufsteigen? Oder? Ja, ist ja aufsteigen. Ja. Na ja, gut, Lisi, dann wünschen wir dir einen schönen Feierabend und noch einen. Den werde ich auch. Den werde ich auch. Ciao. Gut, ciao, Lisi. Man sieht sich, ne? Ja.